Herzlich willkommen zum neuen Video. Es geht heute um die Babybanane, Zwergbanane. Wunderschönes kleines Miniaturteil schon. Und wir werden sie austopfen und auf alle Fälle in ein Selbstbewässerungssystem pflanzen mit Granulat und Substrat, weil es einfach wahrscheinlich auch besser ist. Hier sind Haufen Fliegen drinne gewesen und ich habe auch keine Lust mehr, ständigst mit irgendwie Kaffeesatz und Granulat oben drauf legen, damit das dann nicht mehr passieren kann. Da habe ich keine Lust mehr zu und möchte das auch nicht mehr. Und aus dem Grund wird sie umgepflanzt. Für mich heißt das jetzt, ich gehe sie ausspülen. Dann schauen wir uns die Wurzel mal an. Hier ist auf alle Fälle noch nichts draußen oder rausgewachsen. Und dann werden wir sie gemeinsam umtopfen und dann werden wir noch ein bisschen was zum Thema Pflege erzählen. Und dann schauen wir weiter. Dann sehen wir uns auf alle Fälle gleich wieder. So, ich habe es getan. Ich habe sie ausgespült und bin sehr erschrocken darüber, dass hier so wenig Wurzel dran ist. Besser ausspülen ging tatsächlich nicht. Jetzt ist natürlich die Überlegung, ist der Topf zu groß? Ist er nicht zu groß? Werde ich mir wahrscheinlich nochmal was überlegen müssen. Neue Wurzeln hat er gemacht. Ja, das ist jetzt tatsächlich die Frage. Setze ich ihn in einen kleinen Topf und Pott? Oder setze ich ihn bereits schon in einen größeren Pott? Die Überlegung muss ich mir natürlich jetzt noch machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, neuer Topf, neues Glück. Ich werde ihn in einen kleinen setzen und erhoffe mir davon, dass ich ihn anregen kann, neu zu wurzeln. Das heißt, hier werden wir einen Docht wieder reinsetzen. Das ins Wasserglas stellen und werden den Topf dann oben drauf setzen, ein bisschen andrücken, dann werden wir ihn noch mal wurzeln lassen. Oder ich packe ihn in einen größeren Topf und setze ihn in ein anderes Glas. Das wäre jetzt natürlich auch noch die Alternative. Wir werden uns auf alle Fälle gleich noch mal wiedersehen. Ich muss mir was anderes überlegen an der Stelle, was vielleicht eventuell ein bisschen besser läuft. So, aller guten Dinge sind drei. Ich habe mich jetzt entschieden für ein Schokoladenglas. Dort hängt schon. Da kommt jetzt die Pflanze noch rein. Und dann haben wir unsere Anzuchtstation. Unsere Pflanze, die neu wachsen darf, auf alle Fälle mit eingepflanzt und dann kann es nur besser werden. Machen wir hier noch ein bisschen. Die Seite noch zu. Und dann hoffe ich, sorry, ich war glaube ich wieder jetzt im Bild. Und dann kann sie wieder anwachsen. Sie kriegt jetzt einen Schluck Wasser und dann darf sie wachsen und gedeihen. Ich hole sie mal noch ein Stück näher ran.
aber sie treibt auf alle Fälle aus. Hier sehen wir das schon. An der Stelle kommt ein neues Blatt. Hier kommt ein neues Blatt. Das ist schon am Vergammeln ein bisschen. Da fehlte wohl ein wenig Wasser an der Erde. Und dadurch, dass wir das jetzt hier in dem Wasserglas versorgen, ist alles andere top in Ordnung. Düngen ist bekannt, tun wir nicht. Noch nicht. Und ja, sie bekommt jetzt Wasser. Das werden wir bis zur Hälfte erstmal einfüllen. Dann kommt sie in mein Regal mit Pflanzenlicht. Dort darf sie sich neu erholen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War ein kurzes, kleines Video. Soll an der Stelle auch schon gewesen sein. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder.